Und für alle, die nicht wissen wollen, warum man den unteren Rücken auf keinen Fall pauschal dehnen, mobilisieren sollte, die können jetzt direkt zu den Übungen springen. Ich blende dir hier unten einfach die Zeitmarke ein, da kannst du direkt zu den Übungen springen. Und alle anderen bleiben jetzt dran, denn jetzt kommt wieder so ein typischer Fang für Theorie-Teil, für den dieser Kanal bekannt ist. Und so eine kleine Warnung vorweg auch an alle Liebschau- und Bracht-Fans, denn ich sage jetzt gleich was ziemlich Krasses. Man kann nicht alle Bewegungsprobleme, alle Schmerzprobleme einfach wegdehnen. Das wäre schön, aber das geht nicht. Manchmal muss man sie wegkräftigen. Und so ist es auch beim unteren Rücken. Denn die Brustwirbelsäule, eine Etage drüber, dazu habe ich bereits ein Video gemacht, Brustwirbelsäule mobilisiert, hier ist das Video, da triffst du, da muss dieser Abschnitt mobilisiert werden. Ich verlinke es hier nochmal oben, denn die Brustwirbelsäule neigt zu Immobilität. Denn durch unseren modernen Lebensstil, sitzend, fallen wir hier ein, wir verlieren die Kraft und die Streckfähigkeit, also die Mobilisation in die Streckungsrichtung, und dadurch, da wir hier so eingefallen sind, fehlt auch die Rotationsfähigkeit der Brustwirbelsäule, die dann woanders hergenommen werden muss. Und die kommt dann halt meistens aus dem unteren Rücken. Das heißt, der untere Rücken muss für die Streckungsfähigkeit der Brustwirbelsäule kompensieren und für die Rotationsfähigkeit der Brustwirbelsäule kompensieren. Und sowas Ähnliches haben wir auch eine Etage tiefer bei den Hüften, denn durch das viele Sitzen, viele kennen es, die Hüftbeuger werden fest und die Beinrückseiten werden kurz. Und auch da, irgendwo muss die Beweglichkeit ja her. Und die kommt dann auch wieder aus dem unteren Rücken. Denn der muss dann wieder sich mehr beugen, wenn die Beinbeuger, die Beinrückseiten kurz sind und die Hüften nicht mehr nachgiebig sind, dann muss der untere Rücken halt nachgeben und wird quasi in die Rundung gezwungen. Und das sind so jetzt zwei Beispiele für Bewegungen, die einfach im Alltag stattfinden, wo der untere Rücken aufgrund zu steifer Brustwirbelsäulenabschnitte hier und zu steifer Hüften einfach zu mehr Mobilität gezwungen wird. Und daraus erwachsen die Probleme, die wir hier entwickeln, die Schmerzprobleme, die wir hier entwickeln, weil wir hier einfach zu locker, zu weich sind, zu nachgiebig sind. Und ebenfalls mit der Inaktivität heutzutage verbunden ist einfach auch diese Muskelschwäche. Das heißt, wir haben auch keine muskulären Strukturen, um irgendwie Stabilität zu erzeugen. Das ist also so ein kleiner Teufelskreislauf. Bestimmte Bereiche werden fest und bestimmte Bereiche werden weich und nachgiebig und können sich auch nicht mehr stabilisieren, weil die Muskulatur fehlt. Und ja, deswegen heißt das Video ganz bewusst Rücken stabilisieren und nicht Rücken mobilisieren. Und die Übung, die ich jetzt hier gleich vorstelle, habe ich mir nicht einfach irgendwie aus den Fingern gesogen, sondern die entstammt Dr. Stuart McGills Expertise. Er ist einer der weltbekanntesten, weltrenommiertesten Rückenexperten. Und diese drei Übungen, die macht er sowohl mit Spitzenathleten, um sie einfach noch besser zu machen, um die Wirbelsäule noch belastbarer, resilienter zu machen, aber halt auch mit Menschen, die ganz große Schmerzen haben und die leistungstechnisch ganz unten stehen. Natürlich dann in einer etwas abgestufteren Form. Wichtig jedoch, falls du da draußen Schmerzen hast, ist es wirklich wichtig, dass du nicht einfach irgendwelche Übungen von so einem Typen aus dem Internet nachturnst, sondern bitte, bitte zuerst zum Arzt gehst, eine Diagnose bekommst und dann mit Experten arbeitest, die dich korrigieren, die dich anleiten können. Denn auch ich arbeite mit sehr vielen Menschen, die Schmerzen haben, und da kann ich aus Erfahrung sagen, es kommt einfach auf so viele Bewegungsdetails an, gerade wenn wenn du auf einem sehr schmalen Grat unterwegs bist und kleinste Abweichungen von der Optimalnorm bei dir einfach zu Schmerzen führen. Deshalb sollte man da sehr, sehr präzise arbeiten. So viel schon mal als kleines Wort der Warnung. Übung Nummer 1 ist der sogenannte Bird Dog oder zu Deutsch auch Spürhund. Ich habe aber noch niemals jemand Spürhund zu dieser Übung sagen hören. In der Ausgangsposition startest du im Vierfüßler, die Knie sind etwas weiter auseinander aufgestellt, um das Becken einfach noch besser stabil zu halten. Füße sind aufgestellt und jetzt wird ein Bein nach hinten ausgestreckt und ein Arm nach vorne ausgestreckt. Die Wirbelsäule bleibt dabei jedoch in der Mittellage. Das heißt, wenn das die maximale Hohlkreuzstreckung ist und das die maximale Rundung, dann bist du von der Hohlkreuzposition aus gesehen in so einer leichten Anspannung. Das heißt, man sieht hier immer noch so eine leichte minimale Kurve. Und das Bein wird dicht über dem Boden nach hinten gestreckt. Wir wollen nicht dahin, weil dann verlieren wir hier wieder diese leichte Kurve und gehen wieder in die volle Streckung. Und wir wollen die Wirbelsäule ja stabilisieren, in einer Mittelposition halten. Und die Muskeln müssen lernen, die Wirbelsäule in dieser Position zu stabilisieren. Deshalb wollen wir hier die
das Bein nicht zu sehr überstrecken. Die Hüfte ist aber dennoch maximal gestreckt, aber halt die Wirbelsäule nicht überstreckt. Der Arm wird hier ungefähr auf Ohrhöhe gehoben. Und dann hältst du diese Position für circa 10 Sekunden. Also du hältst sie für genau 10 Sekunden im Idealfall. Dann kommst du zusammen und beim Zusammenführen bleibt die Wirbelsäule immer in der gleichen Position. Das heißt, du machst nicht sowas hier. Wenn das zu schwer ist, mach es nur mit einem Bein und halte es hier. Oder mit einem Arm und halte es hier. Verhindere also das hier. Bleib hier. Atme während der 10-sekündigen Haltephase ruhig weiter. Halte nicht die Luft an. Das ist wichtig. Denn nur wenn du in dieser Position atmen kannst, unter dieser angespannten Wirbelsäulenmuskulatur, nur dann beherrschst du die Position. Alles andere ist irgendwie... Ja? Also schon versuchen, die Muskeln anzuspannen, aber dennoch das Diaphragma, die Atemmuskulatur, arbeiten zu lassen. Nur dann beherrschst du die Position. Übung Nummer 2 ist der Side Plank. Jeder kennt sie. Ein paar kleine Tricks beim Side Plank, bei dem übrigens hier die seitlichen Po-Muskeln trainiert werden, seitlichen Bauchmuskeln, so ein innerer Bauchmuskel, der Quadratus Lumborum, auch ein sehr wichtiger Muskel für die Wirbelsäulengesundheit, die tiefliegende Bauchmuskulatur, der Abdominis Internus, der Transversus ist die tiefste Bauchmuskelschicht und der Ellbogen wird hier unter der Schulter platziert. Die leichte Variante vom Seilstütz ist hier theoretisch auf Knien, aber wir führen die immer so durch, weil es einfach ein bisschen bequemer ist und das obere Bein relativ, also das leitet keine Kraft ab. Die Kraft ist dennoch hier, hier habe ich keinen Druck drauf. Gerade Wirbelsäule, Hüfte möglichst gestreckt. Wenn es zu schwer ist, kannst du die Hüfte hier auch so leicht gebeugt halten und erstmal in dieser Position starten, aber so gut wäre, wenn du diese Position hier halten kannst. Und hier balle ich eine Faust, damit die Schulter noch sich ein bisschen mehr festzieht und ich hier stabiler bin. Und dann wieder atmen. Okay. Im Idealfall 30 bis 60 Sekunden halten. Wenn das nicht gehen sollte, kann man auch 10 Sekunden halten, nach 10 Sekunden runtergehen und dann davon dann ja, 3, 4, 5 Sätze machen. Schwerer wird die Übung natürlich mit gestreckten Knien. Hier ist das obere Bein bewusst vorne aufgestellt, weil ich daraus eine Bauchmuskel- und Po-Muskelübung machen will und keine Stabilisationsübung, bei der ich irgendwie wackel. Okay? Auch hier letztendlich spielt es ja keine Rolle, ob die Füße aufeinander oder nebeneinander stehen. Faustballen nicht vergessen, weiter atmen. Wenn man dabei reden kann, dann kann man dabei auch atmen. Und die Übung Nummer 3 ist der sogenannte Curl-Up. Der Curl-Up ist eigentlich so eine Art Crunch, falls sich Curl-Up jetzt für dich total neu anhört. Die Hände werden unter dem Rücken abgelegt und ich falte sie immer so. Das heißt nicht so, sondern so. Man kann sie aber auch so unter den Rücken legen, je nachdem, was einem bequemer ist. Das heißt, hier so, hier oder so. Ausgangsposition in der Rückenlage. Ein Bein ist aufgestellt, ein Bein ist lang. Warum machen wir das so? Wenn beide Beine lang sind, sind wir im Hohlkreuz. Wenn beide Beine aufgestellt sind, ist der Rücken flach auf dem Boden. Wir wollen weder das eine noch das andere. Deshalb wollen wir das Becken so fixieren und auch die Wirbelsäule in ihrer Mittelposition, in ihrer neutralen Mittelposition fixieren. Und die Hände sollen übrigens die gleiche Funktion erfüllen, dass die Wirbelsäule sich nicht abflachen kann zum Boden. Denn das ist gerade bei Menschen, die Rückenprobleme haben, eine nicht so gute Bewegung. Deshalb nehmen wir diese Mittelposition, wo das Becken hier in der Mittellage ist, wie gesagt. Und jetzt wird der Kopf in Verlängerung zum Rücken gehalten. Ich spanne hier so ein bisschen die vorderen Halsmuskeln an, ziehe das Kinn leicht runter, hebe die Ellenbogen an, damit ich hier gleich mit dem Ellbogen nicht mithelfe, nicht in Versuchung komme. Also ich hebe die Ellenbogen an und dann kommt die Bewegung aus der Brustwirbelsäule, nicht aus dem Hals, sondern aus der Brustwirbelsäule. Der Kopf bleibt
in Verlängerung zum Rücken. Und ich heb den Kopf ganz klein wenig vom Boden an, sodass die Schulterblätter gerade so hochkommen. Die Position halte ich für 10 Sekunden, komme dann langsam runter, entspanne mich im Bauch, aber nicht vollständig. Ich entspanne mich jetzt mal, damit du siehst, was ich meine. Das wäre jetzt eine vollständige Entspannung im Bauch. Und ich halte so einen leichten Druck gegen meine Hände, so einen leichten Kontakt. Den halte ich permanent und komme dann wieder hoch nach einer kleinen Pause. Halte ich hier 10 Sekunden, komme hier runter. Die Bewegung findet, wie gesagt, hier statt, im Brustwirbelsäulenbereich. Hier rotieren wir. Wenn das mit den Schultern schwer ist, kannst du, also weil du zum Beispiel hier mit der Schulter Probleme hast, diese Beweglichkeit nicht hast, kannst du die Ellenbogen theoretisch auch ablegen. Da musst du dich einfach darauf konzentrieren, dass du mit den Ellbogen nicht noch gegen den Boden drückst, um hochzukommen. Und wenn auch das auf einer Seite zum Beispiel nicht gehen sollte, dann kannst du eine Hand auch hier notfalls ablegen, wenn es nicht anders geht. Etwas leichter wird die Übung, also hinsichtlich der Bauchmuskelspannung jetzt gesehen, wird die Übung, wenn du den Kopf nicht abhebst, sondern im Grunde nur leicht den Druck reduzierst, mit dem dein Kopf auf dem Boden aufliegst. Also sprich, Kinn ranziehen und jetzt Spannung aufbauen, Ellbogen anziehen und ich bewege den Kopf kaum vom Boden, sondern ich nehme nur ein bisschen Druck ab. Das ist quasi eine etwas leichtere Position oder leichtere Ausführung. Und etwas schwerer wird die Übung, wenn wir gehen niemals höher als bei der ersten Ausführungsform. Das heißt, wir gehen niemals höher als das hier. Die Schultern kommen leicht über den Boden, vom Boden hoch meine ich. Und jetzt atme ich in großen Zügen. Wenn ich mich jetzt, während ich mir jetzt hier 10 Sekunden halte, weil auch hier wieder das gleiche Prinzip, wenn ich in der Position hinter angespannten Bauchmuskeln atmen kann in großen Zügen, dann funktioniert alles in Ordnung. Wenn ich in der Position nicht atmen kann, weil ich so beschäftigt bin mit der Position selbst, die Spannung hier irgendwie zu halten, da irgendwie so hoch zu mich hoch zu japsen, dann habe ich den Test quasi nicht bestanden. Also das ist, ich rede jetzt hier von der schwersten Variante. Als Fortgeschrittener sollte man probieren und lernen, in der Position zu atmen. Das wäre super. So, fassen wir zusammen. Wir haben den Bird Dog. Der Bird Dog trainiert hauptsächlich den Rückenstrecker, natürlich auch die Bauchmuskeln in so einer reaktiven Form, um die Wirbelsäule zu stabilisieren in ihrer gestreckten, langgezogenen Position. Die Po-Muskulatur wird jeweils immer trainiert, wenn das Bein lang gemacht wird hinten. Wir haben den Seitstütz für die seitlichen Bauchmuskeln, für den Abdominis transversus, für die seitlichen Po-Muskeln, für den Quadratus lumborum, so ein tiefliegender Bauchmuskel. Und wir haben den Curl-Up. Den Curl-Up hauptsächlich jetzt für die geraden Bauchmuskeln. Und alles zusammen ist letztendlich so ein, alles zusammen funktioniert so wie so Abspannseile, mit denen ein Segelmast quasi oder so ein Strommast fixiert wird. Ja? Das macht die Wirbelsäule halt richtig stabil. Damit können wir halt reagieren, das ganze System können wir dementsprechend steuern und gegen einwirkende Kräfte, die uns irgendwie in die eine oder andere oder seitliche Richtung bewegen wollen, absichern. Und wenn wir das halt in Reaktion auf sportliche Betätigung, auf Alltagsbetätigung und so weiter hier kontrollieren können, dann haben wir super Voraussetzungen für eine gesunde Wirbelsäule. Und somit wären wir ja auch schon am Ende dieses ersten Videos hier angelangt, nach einer längeren Pause. Kleiner Ausblick, das nächste Video plane ich erstmal vorerst nicht wöchentlich zu machen, sondern in einem zweiwöchentlichen Rhythmus überzugehen. Einfach deshalb, weil gerade erst das erste Modul des Online-Programms veröffentlicht wurde. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um weiter an diesem Programm zu arbeiten, dass das zweite Modul und später das dritte Modul rauskommt. Vieles ist da schon bereits fertig, das heißt, es ist jetzt nicht von Scratch, von Zero, sondern ich habe in den letzten vergangenen Jahr und zwei Monaten nicht nur dieses eine Modul fertig gearbeitet, sondern das war jetzt erstmal nur das erste kompakte Paket, was so in sich geschlossen ist und raus kann. Und vieles ist auch schon vollendet für die nächsten bevorstehenden Module, nur ich brauche halt auch ein bisschen Zeit, um daran weiterzuarbeiten. Deshalb gibt es vermutlich alle zwei Wochen ein Video. Und ja, wenn es dir gefallen hat und du das Video hier zum ersten Mal hier siehst und auf den Kanal gestoßen bist, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal supportest und hier dem Video ein Like gibst und den Kanal natürlich abonnierst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!